Hallo zu unserem zweiten Kapitel des Forex-Crash-Kurses, diesmal mit dem Titel Technische Analyse Chart Reading. Hier gehen wir jetzt die grundlegenden Strategien einfach durch, wie man einen Chart richtig liest, was man aus einem Chart rauslesen kann, wie man Trendlinien, Support and Resistance, also Unterstützung und Widerstand, zeichnet und all die anderen Dinge, Candlestick-Muster und so weiter. Und wir starten auch gleich vorher jedoch die Risikowarnung. Dieser Lehrgang zeigt das grundlegende Wissen für den erfolgreichen Devisenhandel. Hier werden keinerlei Investmentempfehlungen ausgesprochen. Der Handel mit Devisen ist wie auf jedem Finanzmarkt mit hohen Risiken verbunden. Da auch meist ein sehr hoher Hebel verwendet wird, ist das Risiko hier besonders hoch. Handeln Sie niemals mit echtem Geld, bevor Sie nicht ausreichend erfolgreiche Erfahrungen auf einem Demokonto gesammelt haben. Und selbst dann ist früherer Erfolg keine Garantie für künftige Gewinner. Deshalb handeln Sie niemals mit Geld, dessen Verlust Sie sich nicht leisten können, beziehungsweise wenn der Verlust Ihren Lebensstil beeinträchtigen könnte. Für die Durchführung jedes einzelnen Trades ist immer der Händler, Klammer auf Sie, selber verantwortlich. So, wir starten. Ganz am Anfang Charttypen. Welche Charttypen gibt es? Es gibt Kerzencharts, Liniencharts und Balkencharts. Es gibt noch einige weitere Arten von Charts, doch das sind die drei wichtigsten. Wir traden in erster Linie die Kerzencharts. Die Kerzencharts, man sieht hier, wie eine Kerze aufgebaut ist, zudem gleich. Das sind eben diese typischen Kerzen. Die Balken zeigen im Grunde genommen das Gleiche an. Die Liniencharts, das ist das, was man so aus der Zeitung kennt. Das ist einfach der klassische Chart, wo man halt sieht, wie sich der Kurs bewegt. Hier haben wir allerdings noch zusätzliche Informationen drin, eben wo innerhalb einer gewissen Periode hier der Einstiegs- und der Schlusskurs war. Und da sehen wir uns jetzt gleich mal den Aufbau so einer Kerze an. Also zum Beispiel, welche Farbe eine Kerze hat, das entscheidet sich erst am Ende. Es gibt da die unterschiedlichen Timeframes, zu dem kommen wir gleich. Jede Kerze steht für einen gewissen Zeitraum, eine Stunde, vier Stunden, eine Minute, einen Tag, wie auch immer. Bei einer grünen Kerze ist hier unten der Startkurs. Also wenn das zum Beispiel jetzt eine Stundenkerze ist und das ist die 8 Uhr Kerze, dann ist das der Kurs 8 Uhr. Das ist dann 8.59 Uhr, 9 Uhr, also dieser Übergang, wann diese Kerze schließt, um 9 Uhr. Das hier, nennt also das, dieser Bereich ist dann der Körper der Kerze und das ist der Schatten bzw. der Docht der Kerze. Das sind Bereiche, in denen der Kurs innerhalb dieses Zeitraumes einmal war. Also wenn er zum Beispiel jetzt um 8 Uhr hier startet, dann geht er in die ersten paar Minuten etwas runter, kommt dann wieder hoch, geht dann weiter hoch, geht dann zum Beispiel gegen 8.45 noch weiter hoch und geht dann wieder runter und schließt hier, dann ist eben das die Bereiche, in denen der Kurs innerhalb dieser Periode war und das ist der definitive Start- und Schlusskurs. Bei der roten Kerze ist es genau umgekehrt, dann haben wir hier oben den Einstiegskurs und dann ist der Kurs vielleicht in diesem Fall gestiegen und er ist gefallen und dann wieder etwas gestiegen und hier kam er dann am Ende raus. Natürlich können die Kerzen unterschiedliches Aussehen haben, zudem kommen wir auch gleich eben diese Candlestick-Formationen und da schauen wir uns jetzt gleich hier an. Grundsätzlich einer der wichtigsten ist einmal der Hammer. Ein Hammer ist, man sieht das jetzt hier, Preis fällt und am Ende sehen wir hier diese Formation, ein sehr langer Schatten, ein sehr kleiner Körper. Es gibt immer wieder die interessantesten Ausdrücke für Hammer. Ich persönlich benutze immer nur den Ausdruck Hammer. Es gibt hier noch andere wie Shooting Star und Morning Star und Evening Star und alle möglichen Ausdrücke, aber das ist gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass man die Psychologie hinter so einer Kerze versteht. Die Psychologie hinter der Kerze ist einfach nur diese. Es war eine Abwärtsbewegung, es ging hier noch weiter runter und aus irgendeinem Grund drückten die Marktteilnehmer, die in die andere Richtung investiert sind, in diesem Fall die Bullen, drückten den Kurs wieder hinauf. Und Sie werden sehen, wenn Sie historische Charts in Ihrer Trading-Plattform durchsehen, Sie werden immer wieder an den Spitzen und an den Böden diverser Trends genau solche Formationen sehen, dass eben Dochte stark nach oben steigen. Hier eben dieses sogenannte Shooting Star-Pattern, genau in die andere Richtung. Wir sehen hier, Kurs steigt, wollte hier weiter steigen und kam schlagartig wieder zurück. Und wenn man das hier sieht, das ist hier das erste Anzeichen dafür, dass es sich hierbei um ein Umkehrmuster handeln könnte. Es gibt dann auch noch den Inverted Hammer. Das ist jetzt in diesem Fall, wir haben hier den Kursanstieg und wir haben auch hier wieder diesen Docht, der aber in die Gegenrichtung zeigt. Auch das ist ein Umkehrsignal in die andere Richtung. Das sagt von der Psychologie her einfach, hier war schon mal der Kurs
wollte schon mal hinuntergedrückt werden, kam dann zwar wieder zurück, aber nicht mehr ganz. Und eben ganz wichtig, es wurde kein neues Hoch gemacht. Und das ist hier das erste Anzeichen dafür, dass es sinken könnte. Natürlich noch kein Grund allein, jetzt hier gleich eine Short-Position einzugehen. Man muss hier natürlich noch auf andere Bestätigungen von anderen Indikatoren und anderen Anzeichen warten. Aber das ist hier das andere Anzeichen, gleich wie hier. Hier ging der Kurs runter. Hier zögert er schon mit diesen Doji- und Unentschlossenheitsformationen, zu denen wir gleich kommen. Und hier kam der Kurs auch wieder hoch, kam wieder runter und machte vor allem kein neues Tief, war sogar hier etwas höher und das ist auch das erste Anzeichen dafür, dass wir dann hier einen wirklich sehr schönen Anstieg haben. Jetzt kommen wir zu den Railroad Tracks, also zu den Eisenbahnschienen. Railroad Tracks sind im Grunde genommen von der Psychologie her dasselbe wie ein Hämmer. Der Unterschied zu einem Hämmer ist der, bei einem Hämmer findet dieser Rückstoß innerhalb einer Zeitperiode statt, also zum Beispiel, wenn wir jetzt dieses Stundenkerzenbeispiel von vorhin nehmen, also innerhalb von zum Beispiel zwischen 8 und 9 Uhr, hier bei einem Railroad Track ist das halt aufgeteilt auf zwei Zeitperioden. Im Grunde genommen dasselbe, es geht eben runter und irgendwas drückt es dann wieder raus. Was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen bei den Hammer-Formationen ist zu sagen, es ist bei einer Hammer-Formation komplett egal ist, ob die Candle rot oder grün am Ende ist. Wichtig ist nur, dass wir die lange Docht haben und dass diese lange Docht zwei bis dreimal mindestens länger ist als der kleine Körper, den wir oben noch haben. So, aber jetzt zurück hier zu diesen Railroad Tracks. Wir sehen eben hier das gleiche runter und gleich wieder rauf, wobei es hier jetzt nicht unbedingt wichtig ist, dass wir hier ein gleich neues Hoch machen. Wichtig ist in erster Linie mal, dass wir den mindestens, sage ich mal, drei Viertel der Kerze einholen, am besten natürlich das Ganze. Idealerweise gleich hoch, wenn es natürlich jetzt hier gleich höher geht, ist umso besser. Aber so sollte diese Formation aussehen. Wir sehen uns das jetzt nochmal so an, tun wir das mal weg und sehen uns jetzt einfach mal an, wie wir das jetzt traden würden. Wir hätten jetzt hier diesen Fall und dann schauen wir auf die Charts und sehen, aha, hier haben wir diese Formation. Nicht nur, dass das jetzt eine der grünsten Candles seit langem ist, was ja schon mal interessant ist, sondern wir haben hier wirklich diesen kompletten Rückstoß und was wir auch noch haben, wir haben hier kein neues Tief und hier sogar ein neues Hoch. Das ist auch schon mal ganz interessant in diesem Fall. Und es gilt trotzdem bei diesen Candlestick-Formationen immer, man sollte immer auf geschlossene Candles traden. Das heißt, wenn zum Beispiel diese Candle um 8.45 Uhr so aussehen würde, ist es kein Grund, jetzt einen Long-Trade einzugeben. Man muss immer warten, bevor der Trade endet. Das ist auch schon oft, kann auch genauso passieren, dass wir dann um 8.45 Uhr so aussehen und um 8.55 Uhr, 10 Minuten später, sind wir hier unten. Also immer erst, eine Candle ist immer dann erst zu traden, wenn sie geschlossen ist. Ja, diesmal würden wir das hier sehen und würden hier überlegen, jetzt können wir vielleicht long gehen und dann würde das hier passieren. Das Engulfing Pattern, ebenfalls ein Umkehrsignal. Wir sehen es jetzt hier. Das ist im Grunde nichts anderes, wenn wir uns hier zum Beispiel jetzt in einem Aufwärtstrend befinden. Und dann kommt eine Candle, die nicht nur die vorherige, sondern auch mehrere, also nicht nur die vorhergehende, unterbietet oder einholt, sondern vielleicht noch zwei, drei Candles davor, also wirklich einen kompletten Ding. Wir sehen aber auch hier noch, dass wir nochmal zurückkommen, weil am Ende gibt es eben eine kleine Korrektur, in diesem Fall zumindest, und auf jeden Fall kein neues Hoch, also hier war ja dann der ideale Platz für einen Stop-Loss. Wir haben das auch hier im Grunde genommen wieder, hier ist wieder eine Kerze, die diese ganzen einholt, hier ist eine, die runtergeht eventuell. Hier ein anderes Beispiel, wir haben hier einen steilen Fall und wir haben hier auch wieder, im Grunde genommen auch so was Ähnliches wie Railroad Tracks, ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber daran müssen wir uns auch gewöhnen. Sehr gerne gibt man bei diesen Kursen hier die idealen und perfekten Beispiele. Ich persönlich mag die schönen Beispiele nicht, denn im echten Marktleben haben wir auch nicht immer die schönsten Formationen. Man muss das Auge von Anfang an trainieren, solches zu erkennen. Und wie schon gesagt, es geht jetzt hier nicht darum, ob wir einen Hammer, ob es Shooting Star, Evening Star, Morning Star, ob es Engulfing Pattern oder Railroad Tracks heißt. Wir müssen die Psychologie verstehen. Es geht runter und auf einmal drückt es was hoch. Und wir haben hier ein neues Hoch. Hier haben wir jetzt sogar leicht ein neues Tief, aber im Großen und Ganzen nichts Ernstzunehmendes. Und was hier natürlich passiert, ist klar, es geht dann wieder hoch. Keine Garantie. Heißt nicht, dass es immer so passiert. Ich möchte jetzt keinen sagen hören, okay, jetzt der hat mir das gesagt und dann ging es anders. Es muss nicht immer so kommen. Es kann auch mal ein Hammer kommen und dann geht es weiter in diese Richtung. Es kann auch hier so ein Engulfing Pattern passieren und dann geht es wieder runter. Es ist nur das Szenario, was am öftesten passiert. Hier übrigens sieht man auch nochmal eine kleine Bestätigung. Hammerartig hier. Doshi, japanisch für Dolch. Die Candlesticks wurden ja auch in Japan erfunden. Doshi, die Psychologie des Doshis, das sind eben diese Formationen hier oben.
ist nichts anders als Unentschlossenheit. Es geht weder rauf noch runter. Es ist einfach nur ein Durcheinander. Man weiß, diese grünen Candles hier zeigen eindeutig an, ich will nach oben, ich will nach oben, ich will nach oben. Und hier sehen wir, ich will nach unten, ich will nach unten. Da ist einfach nur eine Unentschlossenheit drin. Und wir haben hier sogar drei Dojis. Das war übrigens ein Tageschart. Wir hatten hier wirklich mehrere Tage hindurch nur Seitwärtskurse und nur Dojis. Und dann war mal klar, irgendwann, gerade nach einem Aufwärtstrend, wenn wir diese Unentschlossenheit haben, dann kommt der große tiefe Fall. Spinning Top, ähnlich wie ein Doji. Das ist eben das hier oben. Gleich im Grunde genommen auch Unentschlossenheit, nur dass in diesem Fall der Körper etwas dicker ist. Hier geht es auch dann nach diesem Aufwärtstrend wieder nach unten. Timeframes. So, jetzt kommen wir endlich zu diesen Timeframes. Wie schon gesagt, die Kerzen stehen für eine gewisse Zeitperiode. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Daily Chart. Gut, sieht dann jetzt gleich aus wie jeder andere. Und jetzt sei auch gesagt, alle diese Analysen, die wir durchmachen, alle diese Candlestick-Formationen, aber auch später die Indikatoren, man kann diese grundsätzlich auf allen Timeframes anwenden. Ich kann einen Hammer in einem Daily Chart genauso traden, wie ich ihn in einem Stunden-, 4-Stunden- oder auch Minuten-Chart traden kann. Hier ein Daily Chart und wir sehen uns, und hier ist jetzt wie jede Kerze steht genau für einen Tag. Das ist 0 Uhr, das ist 0 Uhr. Sehen wir uns diese Abwärtsbewegung an. Das ist jetzt der 4-Stunden-Chart von dieser Abwärtsbewegung. Hier ist jetzt jede Kerze 4 Stunden. Das heißt, eine dieser Stundenkerzen wird dann in 6 solcher 4-Stunden-Kerzen aufgeteilt. Hier nochmal den Stundenchart, das ist jetzt die gleiche Abwärtsbewegung im Stundenchart. Hier werden eben jede dieser 4-Stunden-Kerzen wird dann zu 4 solchen Stundenkerzen. Welchen Timeframe Sie handeln, das hängt davon ab, welcher Trader-Typ Sie sind. Ein Positionstrader wird eher die Daily- und die Weekly-Charts nehmen. Ein Daytrader spielt sich mit die Stunden- und 15-Minuten-Charts rum, während ein Scalper gerne auch mal die Minuten und 5 Minuten nimmt. Ein Swing-Trader nimmt gerne mal die 4-Stunden-Charts. Ich persönlich bevorzuge wirklich sehr die 4-Stunden-Charts. Das ist so die Mitte zwischen lang und kurz. Und gleich machen wir munter weiter. Support and Resistance, auch Unterstützung und Widerstand. Ich halte mich gerne an die englischen Ausdrücke, da sie doch international sind. Kursbereiche, an denen der Preis in der Vergangenheit bereits einmal zögerte. Sehen wir uns diesen Chart an. Welcher Timeframe ist jetzt komplett gleichgültig? Und wir sehen jetzt, wir müssen zum Beispiel diese Linie hernehmen, dass der Kurs hier stieg und er hat hier, kam er nicht durch. Er hat hier zweimal versucht. Und wir sehen auch, als er dann wieder hierher kommt, hier hat er gezögert. Man braucht sich nur diese Candlesticks anzusehen. Er hat hier gezögert, stoßt dann durch. Hier, genau hier hat er wieder umgedreht und auch hier war wieder Zögern drinnen. Man spricht grundsätzlich von Unterstützung, wenn wir von oben nach unten kommen. Also in dem Fall, wenn wir hier drüber sind und wir kommen nach unten, ist das eine Unterstützung. Hier wird der Kurs sozusagen unterstützt. Und wenn wir von, in dem Fall Support, und wenn wir von unten nach oben kommen, haben wir eben den Widerstand, Resistance. Jede Linie, es gibt dann das sogenannte Roll Reversal, also den Rollentausch, das heißt, alles was einmal Resistance war, kann nach Durchbruch automatisch zu Support werden. Alles was einmal Support war, kann natürlich bei Durchstoß später wieder Resistance werden. Hier haben wir noch eine ähnliche Linie, wir sehen hier, 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 hier die Berührungspunkte und wir sehen hier, 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 hier auch wieder diese Berührungspunkte. Auch hier haben wir das. Trendlinien. Das ist das Verbinden von Hochs oder Tiefs. Nehmen wir einmal einen Aufwärtstrend hin. Hier geht der Kurs klar nach oben, das sieht man ganz deutlich. Und wir haben hier zum Beispiel ein Tief und wir haben hier noch weitere Tiefs. Interessant ist es ja oft, wenn man diese Tiefs nimmt, kann man diese Tiefs miteinander verbinden. Wenn ich jetzt diese Linie, wir sehen hier, dass der Kurs sehr lange sich über diese Linie gehalten hat. Diese Linie hätte ich schon zeigen können hier. Wenn das jetzt zum Beispiel ein Daily Chart wäre, dann sind das hier wirklich Wochen. Und ich hätte hier bereits Wochen zuvor anhand dieser beiden Tiefs diese Linie zeichnen können. Und diese Linie hat hier mehrmals noch gehalten. Das ist das Phänomenale daran. Also ist eigentlich sehr magisch. Und wie könnte man das traden? Mit zwei Punkten eine Linie zeichnen, das kann man bald. Eine Linie kann man eben zeichnen, sobald man zwei Punkte hat. Interessant wird die Linie erst ab 3 Punkte, denn dann ist es wirklich kein Zufall mehr. Ignorieren Sie jetzt bitte mal ganz kurz diese Linie, das war nur der aktuelle Kurs, als ich diesen Screenshot gemacht habe.
Sehen wir uns dieses dritte Tief an. Hier haben wir, wissen wir fix, okay, jetzt ist diese Linie wirklich was wert, jetzt haben wir drei Berührungspunkte. Interessanterweise haben wir hier auch eine Art von Support, also Unterstützung. Nicht die perfekteste wieder, also ich habe wieder hier nicht das perfekte Beispiel rausgesucht. Und das ist natürlich interessant, wenn hier sich hier ein wichtiger Widerstand bzw. eine gewichtige Unterstützung mit der Trendlinie kreuzt, denn das ist ja wirklich ein interessanter Einstiegspunkt. Hier könnte man long gehen. Hier unten haben wir noch eine zweite schöne Unterstützungslinie, die könnte man jetzt als zum Beispiel benutzen, um dahinter den Stop-Loss zu setzen. Man kann es natürlich auch knapp hinter die Linie den Stop-Loss setzen, wenn man hier etwas mehr Luft geben will. Ist immer interessant, sich noch eine Unterstützung zu suchen. Dann ist wirklich das Stop-Loss zu weit abgesichert. Und wenn der Kurs wirklich hier runterkommt, kann man sicher sein, dass es tiefer geht. Und dann ist es auch nicht schlimm, dass man mit einem geringen Verlust ins Stop-Loss gerät. Immer noch besser, wie dann noch weiter runter. Trendlinien-Breakout. Man kann Trendlinien nicht nur, ich werde sie jetzt hier mal einzeichnen, Trendlinien nicht nur eben bei Berührung traden, eben immer nach oben, sondern auch hier und da mal bricht eine Trendlinie und auch das kann man traden. Wir haben das jetzt hier, wir sind drauf und wir sind durch die Trendlinie durch. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, ich gehe jetzt short. Allerdings, man sollte hier nicht gleich short gehen, denn das ist ja, der Preis ist ja jetzt hier dann relativ tief und niemand will natürlich tief verkaufen. Wir wollen ja immer günstig kaufen und teuer verkaufen und wir wollen jetzt hier natürlich nicht günstig verkaufen. Wir warten natürlich auf einen Retest und man sieht, wie sich es weiterentwickelt. Kurs kommt meistens, der Forex-Markt gibt meistens eine zweite Chance, wenn der Kurs durchbrochen ist. Hier haben wir erst die Bestätigung, wir wissen, okay, jetzt ist die Linie gebrochen und jetzt wollen wir Short traden, aber wir drehen nicht gleich Short, wir warten auf einen Retest. In den meisten Fällen kommt der Kurs wieder zurück zur Linie und fällt dann erst richtig. Und hier gibt es nicht nur, dass wir uns hier wesentlich mehr Pips rausholen können, sondern wir können hier unseren Stop-Loss, wenn wir ihn hierher setzen, können wir ihn knapp drüber setzen und haben ein relativ geringes Risiko, während wir hier ja wesentlich mehr Risiko und mehr Stop-Loss bräuchten. Und sollte es doch nur ein falscher Ausbruch sein, es gibt immer wieder, es kann durchaus mal sein, dass es durchgeht und gleich wieder hoch, hätten wir hier dann natürlich wesentlich weniger Risiko. Interessant, sehen wir uns den weiteren Verlauf an, hier kam der Kurs sogar nochmal zurück. Und der Fall war dann massiv. Das hier wäre jetzt eine Abwärtstrendlinie, nur damit wir auch die andere Seite sehen. Was ist ein Trend? Die Definition eines Aufwärtstrends ist eine Serie von höheren Hochs und höheren Tiefs. Das sehen wir jetzt hier. Wir haben hier ein Tief, wir haben hier ein Hoch. Wir haben hier wieder ein Tief, was höher ist wie dieses. Wir haben hier ein Hoch, was höher ist wie dieses. Wir haben hier ein Tief, was höher ist wie dieses und so weiter. Ein Abwärtstrend ist eine Serie von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Wir haben hier ein Hoch, wir haben hier ein Tief, wir haben hier Hoch, was wieder tiefer ist als dieses Hoch, Tief, Hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch und so weiter. Und deswegen kann man dann auch ganz schön die Trendumkehr sehen. Wir haben hier einen Aufwärtstrend zum Beispiel, Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch, höheres Tief, höheres Hoch und so weiter, höheres Hoch, so, tieferes Tieferes Tief. Eigentlich müssten wir nach einem höheren Hoch ein höheres Tief irgendwo hier machen, aber wir haben jetzt hier eindeutig ein tieferes Tief. Und wenn wir ein tieferes Tief haben, dann heißt das, Trend ist gebrochen. Hier könnte man auch irgendwo eine Trendlinie einzeichnen, aber jetzt lassen wir die Trendlinie jetzt mal außen vor. Wir haben hier ein tieferes Tief und wenn wir ein tieferes Tief haben, wissen wir, okay, wir wollen Short gehen, aber bevor wir Short gehen können, brauchen wir natürlich ein tieferes Hoch. Das hätten wir dann hier. Und auch hier sieht man, ich habe es jetzt hier nicht eingezeichnet, das wäre wieder so ein bisschen vielleicht ein kleiner Widerstand und vielleicht anhand anderer Studien und anderer Indikatoren, die wir später noch durchnehmen werden, kann man hier vielleicht dann herausfinden, dass das hier definitiv das tiefere Hoch ist und das ist ja der Punkt, Short zu gehen. Natürlich, es geht dann am Ende so weiter, wenn ich hier Short gegangen wäre, hätte ich am Ende auch meinen Gewinn, aber es ist ja wesentlich angenehmer, wir sind ja auch leveraged, wir haben ja auch einen Hebel, wir müssen ja aufpassen, dass wir möglichst genau reinkommen, damit unsere Position gut ist und damit wir nicht zu viel verlieren im Falle des Falles, dann suchen wir uns eben dieses höhere Tief. Stop-Loss ist ja da sehr, sehr interessant, wenn man das über dieses Hoch setzen würde. Natürlich, hier hätten wir dann diese Distanz als Risiko, wenn wir jetzt hier Short gehen würden oder irgendwo. Hier natürlich haben wir dann wesentlich weniger Risiko auch. Doppelter Boden, ebenfalls eine beliebte Trendumkehrformation.
Wir sehen hier, wir haben hier eine Abwärtsbewegung, hier ging es rauf. Also hier haben wir das tiefere Tief, hier haben wir noch ein tieferes Hoch, also hier wäre der Abwärtstrend noch intakt. Und hier, und das ist eben die Psychologie hinter diesem doppelten Boden, es heißt einfach, er konnte kein neues Tief machen. Und das ist eben dann der doppelte Boden, der dann eine Aufwärtsbewegung wieder zeigt. Man kann auch einen dreifachen Boden haben, man kann aber auch eine doppelte Spitze haben. Das gleiche gibt es auch in die andere Richtung natürlich. Was dann einfach heißt, er konnte kein neues Hoch machen. Seitwärtskurse. Es gibt nicht immer Trends, Seitwärtskurse. Und wenn wir einen Kurs haben wie diesen, dann kann man ganz deutlich hier Support and Resistance, also Unterstützung und Widerstand zeichnen. Und da gibt es halt dann Strategien, dass man sagen kann, ich gehe immer hier short, hier long, hier short, hier long, hier short, hier long. Und auch Seitwärtskurse brechen irgendwann. Und dann gibt es auch diese Fehlausbrüche wie dieses. Es ging hier rauf und gleich wieder runter. Und wieder hinein. Und so eine Formation nennt man übrigens Whipsaw Breakout, also von der Kreissäge. Das ist eben, wenn es eben rausgeht und gleich wieder runter, dann ist es einfach ein Zeichen dafür, er wollte doch nicht oben raus, eher ein Zeichen dafür, dass es unten rausgeht. Hier übrigens, es gibt nicht immer einen Retest, wie schon gesagt. Ich habe gesagt, wenn wir Breakout traden, das gilt auch da hierfür, wenn bei einem Seitwärtskurs ist immer wichtig, runter auf einen Retest warten und wieder raus. Manchmal geht es rasant runter, da findet man dann keinen Einstieg. Ist zwar schade, wäre ein schöner Trade gewesen, aber man kann nicht jeden Trade haben. Es wird immer wieder einen neuen Trade geben. Hier sieht man aber auch anhand dieses Whipsaw Breakout, wie wichtig es eben auch ist, bei einem Retest zu traden. Wir gingen hier rauf. Wenn wir jetzt natürlich hier long gegangen wäre irgendwo, hätten wir hier gleich einen riesen Verlust gehabt. Wenn wir jetzt hier erst long gegangen wären, weil bevor das hier runtergegangen ist, hatte das wie ein Retest ausgesehen, hätten wir hier natürlich dann nur, vielleicht hätten wir uns ein Stop-Loss irgendwo hier gehabt, hätten wir einen relativ kleinen Verlust mitgenommen, und wenn wir hier oben aber long gegangen wären, hätten wir natürlich viel mehr Verlust mitgenommen, und das sind alles Pips, die wir verschenken. Deshalb immer auf Retest warten. Und wenn mal kein Retest zustande kommt, nicht so schlimm, kommt fast täglich vor. Dreieck. Hier haben wir wieder eine Bewegung. Und wir haben hier wieder eine Aufwärtstrendlinie. Nur hier fällt uns auf, wir haben hier eben die höheren Hoch, höheres Tief, tieferes, hoch, höheres Tief, tieferes, hoch, höheres Tief. Also nicht wie bei einem normalen Trend, was wir höhere Hochs und höhere Tiefs und höhere Hochs und höhere Tiefs oder tiefere Tiefs und tiefere Hochs machen, sondern hier machen wir immer höhere Tiefs, aber tiefere Hochs, weil wir eben auch hier eine Trendlinie zeichnen können. Also es geht in ein Dreieck, eine Spanne, die immer enger wird. Und natürlich kann der Kurs nicht für immer da drin bleiben, irgendwann muss er raus. Und dann sieht das so aus. Und auch hier haben wir eine Art Retest. Hier ist das wieder das berühmte nicht perfekte Beispiel. Es kann durchaus mal tiefer rein oder weiter wieder zurück reingehen. Aber in erster Linie, gerade wenn es so spitz zuläuft, das Dreieck, kann man sowieso den Stop-Loss dann über das Dreieck setzen. Das ist dann wesentlich sicherer. Und gerade wenn es so eng ist, wenn es hier irgendwo wo noch mehr Platz ist, sollte der Retest doch an der Linie bleiben, aber gerade wenn es so eng ist und hier dieses Gemurks ist, wie man hier sieht, wo es schon ziemlich knapp wird, dann kannst du durchaus mal weiter reingehen, aber auch hier gilt wieder, hier short gehen ist ein Blödsinn, eher hier short gehen. Dann gibt es noch diese interessanten Dreiecksformationen. Hier haben wir auch wieder diese Aufwärtstrend mit den höheren Hochs und höheren Tiefs. Allerdings hier oben ist eher eine gerade Linie zu ziehen. Das heißt, hier haben wir ein sogenanntes Dreieck, was nach oben geht. Und das Szenario bei diesen Art von Dreiecken ist meistens, dass wir dann nach oben durchbrechen, weil eben aufgrund dieser Aufwärtstrendlinie der Druck auf diese obere Linie immer stärker wird. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, dass natürlich diese Linie dadurch immer mehr bestätigt wird, dass sie einfach wichtig ist und dadurch auch durchaus eine Abwärtsbewegung erscheinen kann. Es gibt hier also wirklich zwei Gründe. Man kann sagen, okay, das ist bullish, weil es eben immer mehr Druck nach oben ausübt und weil eben die Rücksetzer immer kürzer werden. Andererseits natürlich wird diese Linie dadurch immer wichtiger. Das gleiche kann es auch in die andere Richtung gehen mit Abwärtstrend und unten ein Support. In diesem Fall übrigens brachen wir durch. Vielleicht in einem kleineren Timeframe würde man hier diesen Retest besser sehen, aber er sieht auch hier auch durch und wieder hoch. Breakout Trading, immer auf den Retest warten. Channel. Channel ist ähnlich wie ein Seitwärtskurs, nur dass wir das eben schräg machen. Kann nach oben gehen, das kann auch unten gehen. Und hier ist auch wieder
Man könnte hier Short gehen, hier Long gehen, hier Short gehen, hier Long gehen. Grundsätzlich bei Channels ist zu empfehlen, dass man nur die Trades in die Channel-Richtung nimmt. Das heißt, in diesem Fall wären es die Short-Trades. Diese Trades nehmen nur. Diese kann man zwar nehmen, aber die sind eher gefährlich. Weil wo setze ich meinen Stop-Loss hin? Jetzt gehe ich hier zum Beispiel Long. Gut, das wäre jetzt gut gegangen. Trotzdem, ich gehe jetzt hier Long, setze meinen Stop-Loss unter die Linie und wenn die Zeit vergeht und immer mehr vergeht, dann wird mein Stop-Loss langsam über die Linie, rückt mein Stop-Loss langsam über die Linie. Und wenn das jetzt hier nicht gleich so schnell rauf geht wie hier, man, hier hatten wir Glück und es ging gleich wieder, übrigens Railroad Tracks rauf. Es könnte natürlich sein, dass das noch länger hier verweilt und dann würde mein Stop-Loss getriggert werden, ohne dass eigentlich wir unter die Linie geht, einfach weil es hier höher ist, beziehungsweise ich müsste dann meine Stop-Loss auch immer weiter nach unten versetzen, dann sollte ja eher nicht die Sache sein. Und da ja das doch die Trendrichtung ist, sollten wir nur die Trades in die Trendrichtung nehmen. Flaggenformationen, Aufwärtsbewegung und wenn der Trend dann eine Pause einlegt, dann macht er diese Flaggenformation, die ebenfalls wie ein Channel wirkt. Nichts zu traden, ehrlich gesagt, man kann natürlich bei größeren Flaggenformationen, die auf dem Daily Chart sind, kann man natürlich auch wieder hier versuchen, die Short Trades zu nehmen. Letztendlich, Flaggen brechen meistens in die Richtung des vorherigen Trends aus. Nicht immer natürlich, ich sage das auch nochmal ganz deutlich, das sind die Szenarien, die meistens passieren, nicht die, die immer passieren. Wenn ich allerdings zu 70% die so passieren und ich es immer so mache, dann sollte ich am Ende profitabel sein. Flaggen natürlich auch in die andere Richtung, hier ein etwas schlechteres Beispiel, um auch zu sehen, das ist ja klar, dass das eine Flagge ist und warum das auch Flagge ist, weiß man auch. Hier sieht man die Flagge schon etwas undeutlicher, es ist sicher keine perfekte Flagge, aber im Großen und Ganzen ist es das. Das ist jetzt hier eine Flagge in die andere Richtung. Eine bärische Flagge. So, das Letzte, was wir durchnehmen, eines meiner Lieblingsformationen, die Schulterkopf-Schulterformation. Schulterkopf-Schulterformationen sehen so aus. Wir haben Schulter, wir haben einen Kopf und wir haben eine Schulter. Das heißt, wir haben ein Hoch, wir haben ein höheres Hoch und wir haben wieder ein Hoch, das interessanterweise gleich wie dieses Hoch ist und wir haben unten eine Linie. Die untere Linie bleibt gleich. Das hier ist die sogenannte Nackenlinie. Wir traden Schulterkopf-Schulter bei Bruch der Nackenlinie. In diesem Fall so, wenn es rausgeht. Wichtig ist auch hier wieder, dass wir auf einen Retest warten, den wir jetzt zumindest hier in diesem Chart nicht haben. Ich kann mir aber vorstellen, in einem kleineren Timeframe, ich glaube, das war ein 4-Stunden-Chart, wenn man das im 15-Minuten-Chart ansieht und diese Kerze dann in viele kleine 15-Minuten-Kerzen unterteilt ist, dann müsste man hier auch den Retest sehen. Grundsätzlich, wenn man so etwas erkennt, trade nicht jetzt hier auf der unteren Linie Short gehen anfangen, sondern eben wieder hier auf den Bruch dieser Nacklinie warten. Der erste Durchbruch heißt, ich bin gebrochen. Der Retest heißt, trade mich. Ich zeige jetzt hier noch ein anderes, wesentlich besseres und viel interessanteres Beispiel. Und ich hatte dieses Kapitel schon hier fertig geschrieben gehabt und kurz darauf ist mir das hier widerfahren und ich musste einfach da nochmal aufreißen und wollte unbedingt dieses tolle Beispiel hier reinbringen, denn das ist jetzt wirklich das ultimative perfekte Beispiel für eine Schulterkopf-Schulterformation. Und zwar, das sind im Grunde genommen zwei in einem. Wir haben hier oben eine Nackenlinie, Schulter, Kopf, Schulter und wir haben hier das Ganze an sich, Schulter, Kopf, Schulter. Wir haben hier also zwei Formationen in einem. Und auch hier haben wir, hier sieht man den Retest jetzt nicht ganz gut, ich habe hier die Linien etwas schlecht gezogen, hier im PowerPoint, die Linie wäre vielleicht hier etwas tiefer, dann würden wir hier zurechtkommen und hier sieht man auch, dass wir hier etwas in einem anderen Timeframe, also ich habe das persönlich damals sogar getradet, das war ein ziemlich schöner Retest in einem anderen Timeframe, hier hatten wir das ganz schön. Was ich auch sehr gerne mache, was allerdings etwas gefährlicher ist, wenn ich eine Schulter habe und einen Kopf habe, also jetzt nur, denkt man sich die rechte Schulter weg, das ist jetzt noch nicht passiert, ich sehe nur Schulterkopf und ich bin hier unten, dann kann ich davon ausgehen, dass wir nochmal hier hochkommen müssen, um eben die zweite Schulter zu machen. Und wenn man dann schon hier diese Linie zieht, diese Schulterlinie zieht, kann man bereits hier versuchen, Short zu gehen. Also einfach Schulterkopf sehen, die Schulterlinie ziehen und wenn er dann long geht hier,
hier eine kleine Short-Position mit einem knappen Stop-Loss. Nichts, das ist rein spekulativ und dann sollte er auch sehr schnell seinen Stop-Loss dann auf den Einstieg setzen, um das Risiko zu beseitigen. Und das ist natürlich dann interessant, denn dann kann man ganz entspannt hier diesen, er braucht auf keinen Retest zu warten und gar nichts. Und sobald wir hier durch sind, kann man den Stop-Loss dann schon hier knapp über die Linie setzen und hat dann schon einen kleinen Gewinn für sich abgesichert. Das sind jetzt die wichtigsten Candlestick-Formationen gewesen, die ich persönlich trade. Ich muss ehrlich sagen, es gibt hier viel Hokuspokus auf diesem Sektor. Es werden hier sehr viele auf diversen Internetseiten und auch Videos und es gibt Bücher darüber. Man kann ganze Bücher über Candlesticks schreiben. Also jedes dieser Kapitel, man kann wirklich Bücher darüber schreiben. Man kann ja auf einer Seite 5 oder 10 Minuten darüber reden und man kann es wirklich in 5 oder 10 Minuten auch erklären und auch wirklich lernen, um damit auch traden zu können. Aber auf anderer Seite gibt es immer wieder Leute, die allein für Schulterkopf Schulter wahrscheinlich ein ganzes Buch schreiben können. Also man kann sich hier wirklich noch viel, viel schlauer machen. Aber ich persönlich finde, man soll es nicht zu kompliziert machen, nicht zu viele Ausdrücke erfinden. Es geht wirklich hier mehr darum, einfach die Psychologie dahinter zu verstehen. Also bei Hammers, dass es eben raus, runter geht. Bei Railroad Tracks im Grunde die gleiche Psychologie ist, bei dem Doge die Unentschlossenheit, bei dem doppelten Böden zum Beispiel, dass wir kein neues Tief machen konnten und deswegen soll es hochgehen, bei den höheren, bei den doppelten Tops, also bei den doppelten Spitzen, dass wir eben kein neues Hoch machen konnten, bei den Schulterkopf-Schulterformationen auch eine Art von Verzögerung findet meistens statt am Ende von eines Trends. Das ist einfach die Psychologie dahinter. Noch was habe ich vergessen. Schulterkopf-Schulterformationen gibt es natürlich auch in die andere Richtung, die sehen dann so aus. Dann ist halt die Nackenlinie oben und wir traden dann bei Bruch nach oben long. Das ist einfach mal dieses und wir gehen dann gleich ins nächste Kapitel im nächsten Video. Da fangen wir schon bereits mit den Indikatoren und Oszillatoren an. Danke fürs Zuhören.